Es ist die wahre Geschichte, die von drei Brüdern handelt, die alle drei spektakulär aus der DDR flüchten. Von Ingo, von Holger und von Egbert. Heute möchte ich euch die Geschichte von Holger erzählen. Der flüchtet als Zweiter mit einer selbstgebauten Seilbahn über den Todesstreifen. Die ganze Geschichte in 2 Minuten erzählt. Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. Es ist nachts im Jahre 1983 und nun möchte Holger seinem Bruder Ingo in den Westen nachfolgen. Der Plan, mit einem Stahlseil und einer Rolle vom Osten in den Westen schweben. Der Ausgangspunkt für Holger und einen Freund, der auch flüchten will, ein Dachboden in Ost-Berlin. Und dann schießen die beiden einen Pfeil mit einer Angelschnur von Berlin-Treptow im Osten nach Neukölln im Westen. Drüben wartet der Bruder Ingo. Er nimmt den Pfeil im Empfang, spannt ein Stahlseil von Ost nach West. Nun kann es losgehen. Die Rolle wird aufgesetzt und Holger macht sich auf den gefährlichen Weg über den Todesstreifen, über die Mauer. Die DDR-Grenzsoldaten bemerken nichts. Aber dann gibt es Probleme. Das Gefälle ist zu schwach. Holger bleibt stecken, muss sich die letzten Meter ins Ziel hangeln. Schließlich ist auch das geschafft und Holger erreicht wohlbehalten das gegenüberliegende Haus in West-Berlin. Auch der Freund flüchtet sofort danach erfolgreich. Jetzt fehlt nur noch der dritte Bruder. Egbert. Und, so viel sei schon verraten, der wird sogar von seinen anderen beiden Brüdern, Holger und Ingo, abgeholt. Alles dazu dann nächsten Dienstag